Die israelische Armee hat einen Untersuchungsbericht zu den drei Geiseln veröffentlicht, die Mitte Dezember versehentlich von israelischen Soldaten im Gazastreifen erschossen wurden. Demnach haben die Soldaten die jungen Männer fälschlicherweise für eine Bedrohung gehalten. Die Kämpfe versetzen einen in sehr komplizierte Situationen. Nach mehreren Tagen stößt man auf Sprengsätze, man stößt auf Terroristen, Kameraden fallen. Sie schießen Granaten auf einen, man stößt auf Terroristen in Zivil, die keine Waffen tragen. Sie locken einen zu allen möglichen Arten von Sprengfallen in den Straßen. In dieser Situation stand einer unserer Soldaten an einem Fenster. Er hatte schlechte Sicht und irrte sich. Er schoss aus Versehen, das muss man betonen, und trotzdem berichtete er danach zuverlässig von dem Vorfall. Dem Bericht zufolge waren die drei Geiseln aus einem belagerten Gebäude geflohen. Ihre Oberbekleidung hatten die Männer ausgezogen, wohl um zu signalisieren, dass sie keine Sprengstoffgürtel trugen. Außerdem sollen sie auf Hebräisch um Hilfe gerufen haben. Einer von ihnen habe eine weiße Fahne bei sich getragen. Trotzdem erschossen die Soldaten zwei der fliehenden Männer. Ein Kommandeur habe schließlich den Befehl erteilt, das Feuer einzustellen und die fliehende Geisel zu identifizieren. Zwei Soldaten hätten den Befehl aber nicht verstanden, wegen des Lärms eines heranrollenden Panzers. In der Folge erschossen sie die dritte Geisel. Der Vorfall löste in Israel und auch international Bestürzung aus, zumal die Befreiung der Geiseln angeblich eines der wichtigsten Ziele der israelischen Regierung ist. Angehörige der Geiseln fordern nun einen Waffenstillstand und ein neues Abkommen zur Freilassung der Geiseln.